Dann schauen wir mal. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wie viele? Ich kann das Intro nicht abbrechen. The fuck. DC Comics. Warner Brother Games. Warner Brother Games. Montreal. Splash Damage. Ja, was noch? Willkommen zu Batman Origins und noch Nvidia drauf. Ach, ist das schön. Kommt sonst noch irgendwelche Werbung? Ja. Sehr schön. 37 Sekunden, 38 Sekunden, 39 Sekunden. Und jetzt sind wir endlich in Batman Arkham Origins. Das ist ein Intro, das man im Übrigen nicht abbrechen konnte. Herzlich willkommen zu Derpioten hier mit Mad Mike und einem Musikstück, das viel zu laut gewesen ist gerade eben. Wir schmeißen uns jetzt in Batman Origins endlich mal wieder in die Story mit dem alten Fledermausmann und gucken mal, wie ich mich so mache. Neues Spiel plus, ich bin die Nacht-Herausforderungsmodus. Naja, dann neues Spiel. Schwierigkeitsgrad, natürlich normal. Wir sind ja nicht verrückt. Leicht, normal, verrückt. Gegner sind von Anfang an schneller, zäher und gefährlicher. Ich bleib aber normal. Untertitel lassen wir an für euch. Hinweise auch. Helligkeit ist okay. Spiel starten. Na, gucken wir mal, was die alte Fledermaus so gemacht hat. Aufgrund der bedrohlichen Wintersturmwarnung eindringlich darum, heute Nacht in ihren Häusern zu bleiben. Eine Insel, Bruce. Sie sind schon seit fast 2 Jahren zurück. Erwarten Sie, dass ich glaube, dass Gothams begehrtester Junggeselle Weihnachten erneut allein verbringt? Ihre Zeit ist abgelaufen. In dem Wissen, dass wir heute das Leben eines der abscheulichsten und erbarmungslosesten Mörders beenden. Julian Gregory Day. Komm ich schnell los. Was sagen Sie zu dem Gerücht, dass es gar nicht die Polizei war, die Mr. Day geschnappt hat? Nein, es gibt keinen Batman. Captain Gordon! Captain Gordon! Keine weiteren Fragen, keine weiteren Fragen. Alle Einheiten, Code 10 im Blackgate-Gefängnis. Kommunikation abgebrochen, möglicher 2L. Delta 6-4 auf dem Weg. Zentrale 5-9, Code 10 bestätigt. Ist das ein Ausbruch? Verdächtiger identifiziert als Black Mask. Wiederhole, Code 10. Verdächtiger ist Black Mask. Alle Einheiten im Blackgate, Code 6. Code 6. Commissioner Lope wird festgehalten. Sie wissen schon, dass Heiligabend ist, Sir. Hier das Gefängnis betreten. Ich muss Commissioner Loeb finden, bevor es zu spät ist. Alter Schwede, Batman hat mir noch nie so einen Steifen verpasst wie heute. Heilige Scheiße. Guckt euch das alleine mal an. Ich meine, das Intro ist schon der Hammer gewesen. Ja, Batman Origins, oder so viel wie, wir sind am Anfang vor der ganzen spielerischen Erzählung um das Arkham Asylum und natürlich Arkham City. Also ja, Steuerung ist ducken. Hoffentlich geht er zu seinem Dorf. Du wirst es nur nicht mehr erleben können. Wir spielen das Ganze natürlich im Deutschen. Weil wir in einem deutschen Let's Play sind. Normalerweise bevorzuge ich die englische Sprache. In dem Fall habe ich mir einfach mal dazu entschlossen. Nein! Bitte! Nicht doch! Oh, ich werde dich noch töten. Aber bis dahin wirst du noch mehr Körperteile lassen müssen als nur dein Auge. Was ist das? Hinter dir! Oh, komm. Riesige Darauf Fledermaus. Soll ich reinfallen? Hallo. Probier doch mal was Originelles, du. Hä? Was zum Geier bist du? Runter! Boing! In die schwarze Maske. Übrigens ist dieser Batman deutlich angerauter, wenn ihr mal geguckt habt. Nein! Bleib weg!
sehr viel brutaler, glaube ich, noch als. Als der Rest. Tu mir nicht weh! Das tut er doch schon. Guck dir seinen Bart an. Sein Trag, der hat 3 Tage Bart. Ich habe die Gerüchte gehört, aber. Du. Dich soll es doch gar nicht geben. Wer hat hier gewütet? Oh oh, deutsche Synchro von Arsch. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist riesig. Wo ist Black Mask? Ich weiß es nicht. Er will Commissioner Loeb. Vielleicht weiß einer seiner Leute, wo er hin ist. Na gut, schauen wir erstmal. Dies ist ein Notfall. Ich bin ja immer jemand, der sich dem Ganzen etwas. Personal und Polizeibeamte, stellen Sie Ihre Funkgeräte auf. Man kann sich hier auf dem Tab natürlich dann die ganzen Profile wieder angucken, ganz normal. Steckbrief. Gillian Loeb ist ebenso sehr Politiker wie Polizist und hat einen überaus schädlichen Einfluss auf Gotham. Na toll. Er kontrolliert die Stadt im Stile eines Verbrecherbosses und setzt die ihm verdienten Polizeibeamten, Dienenden, als seine Vollstrecker ein. Vor allem Lieutenant Brandon und dessen schießfreudige SWAT-Einheit, Pew Pew. Unter Loebs Führung erlebt Gotham relativen Frieden zwischen den verschiedenen Verbrecherorganisationen, wodurch diese freie Hand haben, die Bürger in ihren Territorien auszubeuten und zu erpressen. Solange Loeb an der Macht bleibt, werden dies auch die Verbrecherbosse. Ja, das ist doch schön. Fühlt man sich doch direkt als allglatter durch und durch korrupter Polizeichef hier richtig wohl in dieser Stadt. Ach ja, das ziehen wir jetzt nicht durch. Also ihr seht schon, gibt es ganz schön viel. Fakten, Fallaktenberichte, Profile, Gotham-Infos, wenn man möchte, und Zusammenfassungen. Natürlich hat man hier oben dann auch wieder... kann ich jetzt halt nicht draufklicken. Okay, alles klar. Kanal 13 für weitere Informationen. Und bevor wir die Ohren jetzt zusammenklappen, weil die Audio-Optionen mir doch wieder ein bisschen zu laut sind in der Dialogführung, obwohl es eigentlich schon ganz gut war, machen wir es mal so. Das müsste jetzt besser sein. So, ich soll also noch Mr. Loeb suchen. Jetzt gucken wir uns erstmal hier die ganzen Cellmates an. It's the Batman. Ich hab gehört, er kann die scheiß Pterodactyl. Hab gehört, die wollen Loeb kalt machen. Ja. Seite 6. Scheiße. Was macht er hier? Ja. Hier die ganzen Leute drin verprügelt werden. Ja, ich muss mal runter, wie es aussieht. Könnte auch daran liegen, dass die 2 Polizisten ein bisschen platt an der Seite liegen. Schlechter geht ja. Das sind Black Masks, Männer. Ich werde sie dazu bringen, mir zu sagen, wo ich Black Mask finde. Nein, ist kein Mythos. Komm her. Ja, also die Kampfsteuerung ist genau die gleiche wie vorher. Auch was Konter angeht, aber. Nicht mit mir, du mein Freund. Wie gesagt, ist nie schöner bis das gewesen. Ei. Das ist übrigens auf voller, maximaler Grafikanstellung. Inklusive Füße FX, oder wie es heißt. Ich kann es nicht mit dir aufnehmen, Mann. Du gewinnst, ich will. Ja, komm her, du. Verhör mal dich mal. Wo ist Black Mask? Woher soll ich das denn wissen? Ich werde dich zum Reden bringen. Wie sehr du vorher leidest, entscheidest allein du. Leck mich! Okay. So was habe ich keine Zeit. Okay, okay. Er ist unterwegs zur Hinrichtungskammer. Mit Lob. Das muss er für ein Delta haben. Jetzt darfst du dich ausruhen. Das mal an. So, was hat er denn bitte für ein Delta, dass er den Mann einfach so hochheben kann? Sie sind nicht in Gefahr. Wiederhole, Sie sind nicht in Gefahr. Oh, C-Wertung beim Kämpfen, wirklich? Eine Drohne. Eine Drohne? Die gehört nicht hierher. Wer die wohl kontrolliert? Gucken wir mal nach. Ey, ich sehe schon. Konter! Am Bam! Zack! Ich auch nochmal kurz. Zack! Du bist echt ein Gruselig! Ich bin nur gruselig, ich bin vor allem gut. Wäre ich heute Morgen mal im Bett geblieben? Ja, komm. Kann ich. Mach ich selber, komm. Bats! Die Kauleiste mal gleich neu eingerichtet. Die Bewertung wird nicht ganz so gut. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich sollte meinen Greifhaken benutzen, um über das Tor zu kommen. Gibt EP-Bonus, wenn man gut kämpft. Aber hey, B, immerhin. Gut, die Bedrohung war niedrig, dementsprechend. Also F ist der Greifhaken. Soll ich das mal wieder nicht hinbekommen, mir einfach Bescheid sagen? F, drück doch F! Ich
so ein Mittelgegner. Was ist das? Das ist nicht Black Mask, das ist irgendwie eklig. Wie viele Eidechsen der wohl frisst zum Frühstück? Sprüche wie der sind der Grund, warum du in der Scheiße steckst. Sprüche wie der sind der das Problem, dass du keine Kauleiste mehr hast gleich. Er trägt eine Körperpanzerung. Wenn ich ihn mit dem Umhang aus dem Gleichgewicht bringe, ist er verwundbar. Okay, also mit der Maustaste und schön eine in die Fresse hauen. Schön, oh. Nicht wehtun, bitte! Oh, der hängt aber schön da mit dem Arm oben. Er hält sich da quasi ein bisschen in Shape, hängt halt ab. Herrlich. Herrliche Sache, ach ja. Zack. Knock, knock, hier kommt der Batman. Die kennt ihr auch schon, die X-Taste ist also genau das gleiche wie sonst auch. Ihr könnt dann durch die Gegend gucken und mit 1 den Batarang wählen und da oben wahrscheinlich dann, muss ich gucken. Ah ja, okay. Batarang mit 1 gewählt und dann machen wir oben, wie üblich, die Elektronik kaputt, gehen aus dem X wieder raus. Und können hier runterrutschen. Hauen gleich mal 1 aus dem Weg. Ist das? Es ist... Batman! Was, wenn er uns... Wir müssen vorbereitet sein. Na, tut nix. Machen nur jede Menge Viecher platt. Bam! Seht ihr, wie schön. Natürlich nicht. Ich bin die Fledermaus. Lass mal gucken. Haben wir irgendwas, was man so finden muss? Nee, anscheinend nicht. Dem geht's gut. Hat nur Angst. Begnadeter Gesetzeshüter, 250 XP. Ja, dann machen wir mal den Aufzug auf, denn Batman kann ja nicht fliegen. Hier kann ich mein Explosivgel einsetzen, um durch den Boden zu brechen. Echt jetzt? Ah ja, das sieht man mit der X-Taste auch wieder ganz gut. Pumpen das mal hier direkt auf den Boden, man kennt's noch. Es ist nichts neu gewesen letztendlich. Ausfüllen ist dann mit der... Moment, lass mal gucken. Ah ja, zünden doch mit der mittleren Maustaste. Man muss also anvisieren. Mit dem Explosivgel könnte ich... Boom. Da runter, richtig. Muss man natürlich erstmal wieder alles lernen, wer es gut gespielt hat. Wird sich daran erinnern, dass die Tastenbelegungen und alles die komplett gleichen sind. Wer es mit dem Controller spielen möchte, der macht das. Ich mach das mit der Maus und der Tastatur. Hey, Batman. Man sagt ja Verbrechen los, ich nicht. Aber wenn die Taschen von unserem lieben Commissioner angucken, die sind nämlich voll mit meinem Geld. Und das habe ich vorzuweisen? Mit meinen eigenen Männern im Knast? Nein, nicht mehr. Bewegung. Nein, heute Nacht werden andere Seiten aufgezogen. Ja, ich würde sagen, dann krabbeln wir mal. Deine Tage sind gezählt, Schlau! Schwarze Maske hinterher. Du hast den Mann gehört. So. Heute Nacht das ist auch wieder das Ziel wahrscheinlich. Ja, Leertaste-Spam, ganz normal. Es geht bei dem Spiel aber auch mehr um die Story als um, sag ich mal, neue... Fähigkeiten. Wäre schon schön gewesen. Vielleicht will man die eine oder andere noch, aber jetzt wird erstmal die Story genossen. Ja, Hallo! Für ständige Prügel habe ich mich aber nicht gemeldet! Nicht? Lass uns lieber zurück! Weiter so! Konter, Konter! Oh, der erwischt! Sau du! Zack! Lass mal kontern hier! Im Knie schön. Einer rein. Zack. Boom. Bang, bang, bang. Hopp, 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 hopp. An den Rand. Das war der Solarplexus. Den hält das sich auch. Nicht? Hey, hier geht's Black Mask. Nee, ist kein Black Mask. Ist auch nur so ein Bodybuilder-Typ. Dann gucken wir mal, erstmal durchkommen. Erstmal ein bisschen schauen. Also. Das ist auch so schön hier. Josh Harkness. Ach, da oben. Guck mal an. Ziehen wir mal das Gitter daraus. Das ist aber ein netter Kalender. So, an mir kommt es nicht vorbei. Ist richtig. Nicht wirklich, nein. Knock, knock, motherfucker. Tja, so kann's gehen. Kampf gespart. Sag niemals nie.
Aufstandsleiter Joseph versichert, dass jeder, der Informationen geht's nicht weiter, die zu ihrer Ergreifung führen, belohnt wird. Die anderen zwei sind wahrscheinlich zu. Achtung, Insassen des Todestanks. Bitte bewahren Sie Ruhe und bleiben Sie. So. Ich muss beide Schalter etwa zur selben Zeit drücken, um die Tür zu öffnen. Etwa zur gleichen Zeit. Das heißt, die Battle Ranks, die man mit 1-1 ganz schnell drücken kann. Oder mit welchen Tasten auch immer. Hm, eine Operationssaal. Da fühle ich mich noch gleich zu Hause. Ich operiere gerne am offenen Herzen. Siehe auch meine Let's Plays dazu. Ach, hier haben wir wieder einen. Okay, alles klar. Einen Schacht. Ein montiertes, fixiertes, bla bla bla. Moment. Warum kann ich Artemis wahrscheinlich wieder auswählen, oder? Das war die 2. Jetzt geht's. Nee, geht nicht. Warum geht's nicht? Jetzt geht's. Ich muss wahrscheinlich zielen mal lernen, bevor ich irgendwas auswähle. Ruf da. Immer noch der alte Schachkletterer und Krabbler. Andererseits will ich einfach den Schalter umfahren. Andererseits? Es ist doch Weihnachten. Und er ist der Calendar-Man. Und das kann man einfach nicht ignorieren. Du schuldest mir was, Julian. Und das könnte hilfreich sein. Sir, was ist mit Lo? Was soll das alles, Sionis? Habe ich dich nicht immer unterstützt? Mag sein, Gillian, aber Dinge ändern sich. Wir fangen von vorne an. Und du bist nicht dabei. Wovon redest du da? Ich bin nicht dabei? Nach allem, was ich für dich getan habe? Das kannst du nicht machen! Ich bin der Police Commissioner, verdammt! Gleich nicht mehr. Die Show ist vorbei, Jungs. Komme ich jetzt durch? Würde ich mal gerade so behaupten. W und Leertaste zweimal antippen. Knock, knock! Ich komme zu spät. Der Commissioner ist tot. Black Mask wird dafür büßen müssen. Ach. Die Fledermaus! Ihr schafft es hier nie raus. Wir müssen. Ja, es wäre ein Gepanzerter. Ba, ba, ba. Na komm. Ich geht nicht auf. Niemals. Euch werden die Kauleisten so neu gerichtet, dass ihr schön viel Geld beim Zahnarzt hinterlassen werdet. Oh, wow, 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 was war das denn hier? Nicht? Ich dachte jetzt eigentlich. Come on, yeah. Jetzt machen wir erstmal gleich richtig schön Platz. Oh, komm, 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 komm. Nice. I like to hit it, hit it. So, gucken wir mal, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Links oder rechts? Hm, da ist der Brett. Das wird wahrscheinlich bedeuten, hier geht's nicht weiter. Ja. Also man bekommt gut XP, die man nachher wieder ausgeben kann. Wir wollen jetzt auf die Züge gehen. Machen wir ein kleines Päuschen.